Herr Strache, der Austropop, die Austropop-Ikone, ja. Ambros hat von einem braunen Haufen gesprochen in einem Interview mit der Süddeutschen Zeitung. Ihr Generalsekretär Hafenegger hat dann gemeint, er ist ein abgehalfterter Musiker, ein Systemgünstling im fortgeschrittenen Alter. Ist diese Rhetorik einer Regierungspartei würdig? Also zum einen, ich bin ein großer Wolfgang Ambros-Fan. Er ist ein großartiger Künstler und Liedermacher und ich bin ja mit diesen Liedern in meiner Jugend selbst groß geworden und kann ja viele auch auswendig. Faktum ist, Kritik an uns muss selbstverständlich erlaubt sein, aber auch Künstler sollten sich im Ton nicht vergreifen und nicht so eine tiefe Ebene der Beschimpfung einnehmen. Ja? Ansonsten, glaube ich, sollte man gelassener damit umgehen. Es ist ja für manche Künstler heute fast schon ein Geschäftszweig geworden, auf die Freiheitliche Partei zu schimpfen, um wieder in der Öffentlichkeit stärker eine Berichterstattung zu erleben. Ich glaube, Gelassenheit tut uns allen gut und mehr Sachlichkeit, das wäre ein guter Zugang.